Als ich dich das letzte Mal von dieser Seite des Globus, zumindest mal für längere Zeit, so ist es zumindest mal geplant, melde ich mich jetzt hier nochmal vor der Frankfurter Börse, ab nächste Woche wieder vor Tokyo Stock Exchange natürlich sehr, sehr gerne. Aber deutsche Börse passt natürlich gerade dann zum DAX und der hat aktuell nicht wirklich eine Stärkephase und das könnte genau der Bonus sein. Für die Bullen hätte ich fast gesagt, nein, für die Bären im Markt. Denn tatsächlich hatten wir ja einen Anstieg nach oben gesehen. Der ist allerdings relativ korrektiv verlaufen, wenn man sich das mal im Chart anguckt. Und wir haben die nächste Chance für abwärts. Also es ist noch mehr im Markt drin auf der Abwärtsseite. Fundamental gibt es den einen oder anderen, der sagt, hey, das habe ich sowieso erwartet, das steht auf dem Plan. Tatsächlich ist das nicht so atypisch, dass der Markt das jetzt nochmal vollzieht. Aber der DAX, der wie gesagt, macht das offensichtlich jetzt gerade so halbwegs nochmal vor. Nicht ganz so klar ist das Bild zum Beispiel beim S&P. Der ist zwar ebenfalls nach oben, zeigt auch so ein bisschen ABC. Da müsste man aber den Trendkanal deutlich steiler zeichnen. Das ist eher nicht unbedingt das favorisierte Bild. Trotz alledem, grundsätzlich gilt da natürlich das gleiche letzte Zwischentief. Getriggert würde hier Chance auf mehr nach unten zulassen. Der Goldpreis hingegen, der ist immer noch, obwohl er an der wichtigen Marke, na wichtig, was ist schon wichtig, aber zumindest mal charttechnisch auffälligen Marke bei 1500 ist, denn dort gibt es eine ganze Reihe von Linien, Fibonacci-Clusters sozusagen, die da warten nur auf den Widerstand, dass der Kurs tatsächlich dreht. Obwohl der Markt dort ist, zeigt er im Moment auf der Abwärtsseite eher ein zurückhaltendes Zeichen, also er wackelt nach unten. Im Gegenteil, jetzt im 15-Minuten-Chart, nicht jetzt vor wenigen Minuten, aber heute Vormittag noch, war es ziemlich steil nach oben. Den nächsten wackeligen Rücksetzer würde ich sogar für die Long-Seite dann nochmal favorisieren. Also, wir haben eine ganze Menge spannende Situationen im Markt aktuell gegeben. Die Indizes, ich denke mal, haben wir eine realistische Chance auf der Abwärtsseite. Und im Zweifelsfall dran denken, keiner weiß, was passiert. Im Zweifelsfall einfach reingehen, also nicht einfach, aber nach Handelsansatz und mit einem Trailing-Stop, solange die Bewegung reiten, solange sie denn anhält. In diesem Sinne ziehe ich mich jetzt hier von dieser Seite des Globus zurück, wünsche Ihnen alles Gute. Morgen bin ich im Flieger, das heißt, morgen wird es ziemlich wahrscheinlich kein Video geben. Das heißt, ich bin natürlich heute Abend im Flieger, das zieht sich aber ein klein bisschen. Es kann also sein, morgen kein Video. Aber ab Mittwoch bin ich dann wieder mit Shimizu-san und Mano-chan an der Tokyo Stock Exchange. Bis dahin alles Gute. Bye, bye.